So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Endgame auf einen Freitag, den 13. Ein Tag voller Unglück, ob wir nun Unglück haben oder nicht. Das werden wir hier vielleicht sehen. Ich muss mal ganz kurz nochmal, es stellt sich immer wieder um, guck, er hat dich gar nicht so reingeschaltet. Das ist Huawei, ne? Die machen aber das, was sie wollen. Ich glaube, die spionieren uns auch aus. So, Wolfilein. So, ich muss mich ganz kurz umsetzen. Wolfilein. Ja, versuch mal dein Glück. Los geht's. Check, du hast den Zugang. Genau. Das war das. Wir hatten nämlich gehackt. Groß und artig von dir. Gib mir ein paar Minuten. Ich muss mich jetzt mal wieder eingerufen hier. Ich bin quasi noch voll müde. Ey, wir haben gestern so ein bisschen gefeiert. Gefeiert haben wir gestern. Ja, haben wir gemacht. So, hey Kumpel. Du hast bei Lacey einen sauberen Eindruck hinterlassen. Sie spricht ständig von dir. Und das wird mir, da würde ich mir, glaube ich, Gedanken machen, tatsächlich. Nicht, dass du mir noch nach Leonie auch noch die nächste Frau klaust. Hi Gerrit, keine Sorge, ich bin mit Leo überglücklich. Jetzt sag mir nicht, dass du eifersüchtig bist, genau. Sag mir, geht's noch? Ich habe Leo dir nicht geklaut. Okay, sie ist dir davongelaufen. Ne, erinnere dich, Junge, sie ist dir davongelaufen. Aber ich mag ihn. Warte mal, Fotogalerie Gerrit? Habe ich schon gemacht? Jo, haben wir gemacht. Aber ich habe diesmal mir einen anderen Charakter überlegt. Obwohl Gerrit Wolf, ja, mal gucken. Bald steht ja noch der geplante Filmabend an mit Popcorn, Pizza als kleines Dankeschön für eure Hilfe. Achso, genau, ich würde mir natürlich halt Lacey eh nicht ergeben. Sehen Sie, die deutlich blutigsten Tränen von. Genau. Ach ja, Lacey hat davon erzählt. Sie fragt gerade, wann du denn Zeit hättest. Sie hat den Film schon für dich ausgesucht. Oh. Eins sag ich dir, du hättest sie dir nicht Auswahl überlassen dürfen. Ich soll dir liebe Grüße ausrichten. Danke, zurück. Wie wär's nächste Woche? Wochenende. Hättet ihr Zeit? Mal gucken, ob wir dann überhaupt noch leben, ne? Joa, klingt gut. Lacey nickt auch. Super, dann ist es ausgemacht. Bis dahin sollte ich auch den restlichen Chaos beseitigt haben. Brauchst du noch Hilfe? Das ist nett von dir, aber den Rest schaffe ich echt alleine. Wenn es doch noch etwas geben sollte, komme ich gerne auf euch zurück. Tu das! Mach's gut, alter Freund! Bis bald, Gerrit, und danke nochmal, alter Freund, ey. Naja, okay. Aber es ist toll. Das ist schon schön. Das ist schon schön. So, was gibt's jetzt als nächstes zu tun? Gerrit hat den Chat verlassen. Und was passiert jetzt wohl? Nichts. Okay. Ja, warten wir mal. Ach, jetzt ist was passiert. So, Wolf wieder. Wie schaut's aus? Hast du die Akte? Immer langsam mit den jungen Wölfen. Aber warte kurz. Gleich habe ich Hannas Wisch in der Wahrheit. Ja. Wir sind ja dabei, rauszufinden, was da bei Hannah Feist nicht was da nicht richtig ist, ne? So wie bei mir gerade. So. Na, da laust mich doch, der unrasierte Primat. Ich? So. Verdacht auf Manipulation, genehmige Entnahme von Beweismitteln aus der Asservatenkammer Kriminalpolizei. Am heutigen Tage wurde die Wohnung von Beschuldigten Hanna Feis, geboren am 6. in München, durch Beamten der KOK aufgesucht. Grund dafür war das Nichterscheinen der Beschuldigten Feis zu verschiedenen Vernehmungsterminen. Die Beschuldigte war zugegen der verforderten Beamten auf, die Wohnung zu treten. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Diebesgut gefunden werden. Ebenso bestätigte sich kein Verdachtsmoment gegen die Beschuldigte. Die Beschuldigte sagte aus, dass die Angeklagten nicht zutreffen werden und will den Gerichtsverhandlung nimmt der Eid zu wiederholen. Genau. Wie heftig. Dann hat uns unser Eindruck nicht getäuscht. Ja. Falls unsere Hanna die Feistigkeit besitzt,
dich mit Mord in Verbindung zu bringen, musst du auf der Hut sein. Ja, okay. Ich bin vorsichtig. Momentan hat sie jedenfalls nichts von sich hören lassen. Noch nicht. Das heißt aber auch nicht, dass sie das nicht werden tut. Dann war es vielleicht sogar gut, dass Forever meinen Anruf blockiert hat. Wahrscheinlich, sonst hätten wir wieder Probleme. Und vor allen Dingen ihr komischer Kollege Joachim... Keine Ahnung, wie der hieß. Wahrscheinlich. Gut, solange sie dich nicht wieder ins Visier nimmt, ist alles im Butter. Hat sich Forever eigentlich inzwischen mit zwei der Aufgaben gemeldet? Nein, immer noch nicht. Ich sag dir dann Bescheid. Supi-dupi. Ich hau mich derweil noch eine Runde aufs Ohr. Gute Erholung, bis nachher. So, wenn man so viel saufen muss, ne? Wie gesagt, ich war auch gestern feiern. Okay, heute gucken wir nochmal die Galerie von den Wolfi an. So, die habe ich nämlich schon voll gemacht. Und ich finde einfach mal Wolfi-Galerie. Oh, schade, nicht so viel. Mich laust gerade auch der unrasierte Primat. So, pass auf. Das ist der Wolfi. Erinnert mich so ein bisschen an einen Ex-Freund von meiner Schwiegerin. Gemütlich Konsole, Emulator auf der Couch zocken. Jawohl. Okay, so ein bisschen gruselig sieht er doch. Es soll heißt Trockenmasse Bier versorgen. Genau, richtig. Bier, genau das. Huch. Neue Feuerwehr vor uns. Siehst du mal. Ja, okay. Die war sehr kurze Galerie. Ganz im Ernst? Na gut, okay. So, Leo. Hi, Schatz. Deine Ankündigung, Hungergelüste beginnt allmählich. Hi, Babe. Sollen wir schon mal saure Gurken oder Teller bereitstellen? Jawohl. Kann man ja... Oh, ich muss absenden. Kann man ja schon mal kaufen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu heftig, oder? Ich weiß nicht. Obwohl, Inka hat auch so komische Gelüste gehabt. Igitt, nein, so krass sind meine Tochter wieder nicht. Ich habe gerade erst gefrühstückt und jetzt plötzlich richtig Heißhunger auf Wassermelone. Oh, das ist gut. Dann weiß ich ja, was ich einkaufen muss, bevor du nach Hause kommst. Ja, genau. Wassermelone ist immer gut und lecker, finde ich. Also, das passt. Das ist süß von dir, Schatz. Ich habe heute früh übrigens mal nach ein paar Kinderzimmern Netz gestöbert. Was hältst du von diesen hier? Das ist Ikea, ne? Sieht aber gut aus. Gefällt mir richtig gut. Ach, ich weiß nicht so recht. Doch, gefällt mir, finde ich niedlich. So neutral einfach, ne? So geschlechterneutral. Finde ich gut. Ja, finde ich auch. Und der Vorteil ist, dass es sich sowohl für Jungs als auch für Mädchen eignet. Nachgequatscht. Also willst du kein rosarotes Prinzessenzimmer, wenn es ein Mädchen wird? Rosarot allein schon steht da nicht. Aber ich dachte an rosaroten Panther, ne? Kennt ihr das? Ja, natürlich kennt ihr den rosaroten Panther. Wer kennt ihn denn nicht? Nein, du weißt doch, dass ich rosa nicht mag. Aber wir sollten erstmal abwarten, was es wird. Oh Mann, ich bin schon ganz gespannt. Und ich erst. Ein wenig Geduld müssen wir noch haben. Alter, was ist hier los auf dem Handy bei mir, Alter? Ach so, sollte ich von Annalena lieb grüßen. Sie hat mir heute geschrieben, aber jetzt muss ich weitermachen. Danke, Schatz, bis später. Annalena. Gut, da haben wir auch noch eine Galerie freigeschaltet. Die können wir auch gucken. Weil ich fand die von Wolf jetzt tatsächlich echt so ein bisschen low. Das, ja. Können wir gleich nochmal reinblicken. Bis später. 8 Minuten sind heute schon vergangen. So, wer schreibt uns denn als nächstes? Bestimmt Forever, ne? Hannah Feist. Okay, warte mal, wir bespringen das mal ganz kurz. Loretta haben wir auch noch hier. Die habe ich auch noch fertig gemacht. Annalena, wir nehmen Loretta. Wir nehmen Loretta einfach. Wir nehmen einfach mal Loretta und dann gucken wir mal. Genau, weil Loretta, von der haben wir im ersten Teil ja nicht sehr viel gehört und mitgekriegt. Und mal gucken, was sie so zu bieten hat. Da sind wir mal gespannt. So, das ist doch schon mal mehr als bei Wolf. Oh, warte mal. Upsi, pupsi. Endlich mal wieder Regen. Na, wer wünscht sich denn so etwas? Leute, ich liebe Tiere so sehr. Einfach mal natürlich sein. Aha, jetzt weiß ich auch, wer das ist. Na gut. Warum liegt hier Stroh? Mal eine andere Seite von mir. Mit Stroh und so. Retro-Look. Mal ganz im Ernst, ne? Warte mal. Meine Granny findet es toll. Natürlich findet die Granny das toll. Mal ganz im Ernst. Das ist ein hübsches Ding, ne? So, das wurde nochmal ganz kurz dazu. Jetzt haben wir die auch nochmal. Bei der nächsten machen wir Annalena. Die haben wir auch noch. Guten Tag.
Kriminalhauptkommissarin Hanna Feist, Sie erinnern sich sicher. Aufgrund der Dringlichkeit muss ich Sie bitten, zu einer Befragung in der Polizeidienststelle Grabenscheiße zu 47 zu kommen. Melden Sie sich dort und fragen Sie nach mir oder nach KHK, Kriminalhauptkommissar Jochen Friedrichs. Passt Ihnen heute um 14 Uhr? Wenn man vom Teufel spricht, Mann. Gerade hat mich die Feist angeschrieben, sie will, dass ich so aufs Revier komme. Aber gar nicht mal antworten, das ist schon mal gut. Worum geht's denn? Hat sie nicht gesagt, aber bestimmt um die neue Leiche aus dem Park. Was mache ich jetzt um die neue Leiche, Alter? Das ist nagelneue Leichen. Hier wieder gekauft, nagelneue Leichen. Hör doch erstmal, was sie will. Vielleicht ist sie ganz harmlos. Sei aber trotzdem vorsichtig mit dem, was du sagst. Beantworten Sie bitte meine Frage. Ich sehe, dass Sie meine Nachrichten als gelesen markiert sind. Entschuldigen Sie, ich habe gerade telefoniert. Ich bin nicht verpflichtet, direkt zu antworten. Immer der Ruhe. Nein, alter Mann, ist auch kein D-Zug. Das ist natürlich ziemlich cool. Aber ich mach das ja. Ist mir egal, ob ich das mit Hanna Feist verkacke. Ich kann auch andere Maßnahmen ergreifen. Können Sie nicht. Schon gut, um was geht's denn? Ich will Ihnen keine allzu großen Hoffnungen machen. Ich habe gerade das Ergebnis der forensischen Untersuchung unserer französischen Kollegen erhalten. Es geht um die Leiche in Paris, welche wir ursprünglich für ihren Freund Thomas Rettbach gehalten haben. Die DNA stimmt mit Herrn Rettbach nicht überein. Ist es zwingend notwendig, dass ich aufs Revier komme? Was, dann ist Tom noch am Leben? Erzähl mir was Neues, Frau Feist. Wie gesagt, aktuell gilt Herr Rettbach als vermisst. Alles Weitere klären wir persönlich im Gespräch, im persönlichen Gespräch. Ist denn nett, dass ich, genau. Ah ne, war das was anderes? Ist es wirklich notwendig, kann ich nicht sowieso dazu sagen? Genau, richtig. Na gut, solange wir keine neuen Informationen haben, belassen wir es dabei. Halten Sie sich aber bitte dennoch zu unserer Verfügung. Wenn Ihnen noch was einfallen sollte oder Sie von Herrn Rettbach hören, melden Sie sich bitte umgehend bei mir. Danke, das werde ich. Danke, Sie hören von mir. Schönen Tag noch. Hol mich hier raus. Tom, alles in Ordnung. Forever hat mir ein Bild von dir geschickt. Was hat dir der Typ angetan? Wo wurde wieder mit Gas betäubt? An den Stuhl gefesselt, konnte nichts sehen. Hat was über dem Kopf. Fuck, diese Schmerzen. Er hat eine Peitsche oder so. Scheiße, ich hab solche Angst. Wie schlimm ist es? Er ist tot, Jim. Oh, ich hab grad Schluck auf, ne? Ich versuch das ein bisschen zu verbergen, indem ich so schnell lese, aber ich hab so intensiv Schluck auf gerade. Kann's nicht sehen. Mein Rücken brennt wie Feuer und blutet. Ich halte das nicht aus. Hilf mir. Will nicht sterben. Ich hätte, glaube ich, mal ganz im Ernst, wenn ich in solche Gefahr wäre, würde ich nicht schreiben, will. Dann würde ich schon schreiben, ich will nicht sterben. Die Zeit hätte ich dann, glaube ich, noch. Ich hole dich da raus, Tom. Versprochen. Halte bitte durch. Sag mal, du Arm! Sag meine Mama, ich werde Weihnachten nicht zu Hause sein, oder? Was ist Laune schon jetzt? Hallo, mein Freund. Hallo. Bringe deinen Freund dazu, weltliche Gesetze zu brechen. Okay. Sollten deine Überredungskünste allerdings versagen, breche ich Toms Genick. Fairer Deal, nicht wahr? Du bist ja ein Einfallspinsel. So, pass auf, ich finde, das hört sich so ein bisschen anders an. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich habe so viele Sachen. Ich finde, es hört sich ein bisschen anders an, die Stimme. Auch wenn sie verzerrt ist als bei Dr. Tiefenbrunner. Dr. Tiefenbrunner war so ein bisschen Forscher bei der Sache, hat auch eine furchteinflößendere Stimme in dem Sinne gehabt. Und ich finde diese Stimme super entspannt. Man könnte bei dieser Stimme tatsächlich irgendwie einschlafen gehen. Irgendwie. So. Man kann die Welt verändern, indem man seine Worte verändert. So, wir sollen hier wieder hacken. Das können wir jetzt sofort auch machen. Mach ich. Und wir machen eine kleine Pause. So, jetzt haben wir fertig gehackt. Okay. Wieso habe ich hier... Ach nee, da kann ich den Flat kaufen, ne? Ah.
So, du hast eine ausführbare Exe-Datei von User Forever erhalten. Spiel jetzt starten. Was für ein Spiel? Ach so, klar, die zweite Runde, ne? Genau. So, komm, sag mir was. Oh, dreh den Zettel und spiegle den Zettel in und erkenne seine Bedeutung. Genau 4 Worte deuten dir den Weg zur nächsten Aufgabe. Es war ziemlich so wie rumgedreht hier. Ich muss mal kurz... Erbsor, das ist... Hey, klar, natürlich, Erbsor war das. Na, warte mal eben. Wir spiegeln das ganze Ding jetzt herum. Fiedelibum und fiedelidum. Jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, ne? Ah, Knass. Profi-Hacker Nummer One, Number One. Ne. So, also. Hotelzimmer, besorge das und Dankeschön, dass ich das jetzt so schnell lesen konnte. Das Programm wurde beendet. Es wurde ein automatischer Screenshot generiert. Screenshot. Hier ist dieser Screenshot. Dankeschön, damit ihr das Dings schicken könnt. Da hat er dran gedacht. Forever hat an alles gedacht einfach nur, ne? Hat er an alles gedacht. So. Ich habe ein komisches Rätsel gelöst. Welches Chat und warum Lina? Das warum hat dich nicht zu interessieren. The bitch is back. Okay. Und lass dir gesagt sein. Erfährt Lina auch nur die geringste Kleinigkeit davon, wird dies für Tom ernsthafte Konsequenzen haben. Ja. Wolf, es ist soweit. Spiel 2 ist gestartet. Was sagt die Zeit denn? Ja, 20 Minuten kriegen wir voll. Dieses Shirt sollen wir aus Linas Zimmerhotel stehlen. Zimmerhotel? Habe ich gesagt Zimmerhotel? Hotelzimmer. Höchst verwunderlich. Schon wieder Mona Sis. Ob dein Vorwurf vielleicht sie als eigentliches Ziel hat? Ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Mir ist es schon fast unangenehm zu fragen, aber kannst du wieder übernehmen? Also, wann legst du los? Das ist geil. Komm, starten wir. Ne? Wer rastet, der rostet. Also, gib Gas, Junge. Natürlich will ich dir helfen, aber das Paket auszuliefern war eine Sache, in ein Hotelzimmer einzubrechen, die ganz andere. Wie soll ich da überhaupt reinkommen? Und wenn Lina mich dabei erwischt, buchten mich die Bullerei ein. Ich könnte Lina zu mir nach Hause einladen. Das will sie sowieso schon immer die ganze Zeit. Das kommt nicht in die Tüte. Warum nicht? Hallo? Ich opfer mich gerne für so etwas. Dann kann ich dich nicht erreichen, falls irgendwas außer Plan läuft. Sonst noch ein Plan, Mr. Ocean? Wir lösen einfach den Feueralarm da aus. Genau, das ist geil. Wir rufen die, genau, das ist super cool. Das hatte ich damals mal in der Testmission auch, finde ich super witzig. Wir rufen sie im Zimmer an und sagen, das Hotel muss wegen einer Bombendrohung geräumt werden. Verkleide dich als Zimmermädchen. Perfekt. Auch schon super cool. Sorry, muss passen. Ja, wir nehmen die Bombendrohung. Die fand ich damals so simpel einfach. Aber das ist gut, ey. Super Idee. Lila wundert sich bestimmt nicht, warum sie als einzigste panisch durch den Flur rennt. Und abgesehen davon, liebe NSA und sonstige Behörden, mein Freund schreibt Dinge, ohne vorher nachzudenken. Er ist kein Attentäter, sondern ein friedliebender Mensch. Das finde ich witzig. Okay, vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber doch, ich finde es witzig. Ich finde es witzig. Ich sage auch mal, wenn Google springt bei mir auch immer permanent irgendwie an.
Einfach so, ohne Grund. Und redet dann vor allem mit mir. Und dann sage ich auch immer, hier, Google-Bombe. So, Spaß, weil ich habe das Gefühl, immer wenn diese Geräte einfach so ohne Grund anspringen, ohne dass sie angesprochen, auch unser Amazon Echo, sie springen einfach so an. Ich glaube, in dem Moment werden wir da tatsächlich abgehört. Es geht ja immer so, da, so das Gerücht darum, dass diese Geräte permanent irgendwelche Leute abhören. Aber warum sollte unser Echo einmal diesen Ring auf einmal anzeigen, wenn der gar nicht benutzt wird und überhaupt gar nicht angesprochen ist? Ja, einfach so. Und dann manchmal redet sie einfach auch einem mit einem. Und so ist es auch mit Google tatsächlich. Ne? Auf einmal geht Google an. So, was soll das denn jetzt? Alter, du musst aufpassen, was für Wörter du benutzt. Lass mich mal überlegen. Ich habe ja schon mal in dem Parkhotel geschlafen, als der Henny in der Wohnung über mir einen Wasserrohrbruch hatte. Ja, natürlich. Das ist doch so easy, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Hä? Was ist denn easy? Klär mich mal auf. Statt Schlüssel benutzen die dort fünfstellige Codes für ein Hotelzimmer. Und Linas müssten wir rausfinden. So sollte das funzen. Ich setze mich direkt dran. Denkst du dir jetzt inzwischen ein gutes Ablenkungsmanöver aus? Klar. Ich denke einfach mal, wir müssen das nachher auch hacken. Ich habe einen Pappmund hier gerade. Hey, hast du kurz Zeit? Hi, es passt gerade sehr gut. Mein nächster Klient kommt erst in ca. 20 Minuten. Okay, pass auf. Als zweite Aufgabe verlangt Forever, dass wir ein Shirt aus Linas Hotelzimmer stehlen. Wolf steigt in das Hotel ein, aber wir brauchen jemanden, der Lina vom Hotel weglotst. Du erwartest jetzt aber nicht, dass ich das übernehme. Nein, ich bräuchte mal deinen Rat. Doch, und ich habe auch schon eine Idee wie. Aber Lina kennt mich doch nicht mal. Genau das will ich ändern. Ich könnte Lina dann dich vermitteln, dass du ihr bei der Trauerbewältigung hilfst. Ja, klar, das klappt natürlich bestimmt. Ich weiß nicht so recht, ich bin Psychologin geworden, um meinen Klienten zu helfen. Das möchte ich nur ungern ausnutzen. Ach, komm schon. Du würdest doch Lina damit auch bei ihrer Trauerbewältigung unterstützen. Ja, da hat er ja recht. Oder wir haben da recht. Aber man müsste schon irgendwie aus... Na schön, wenn sie sich darauf einlässt, dann würde ich mal mit ihr ein Erstgespräch führen. Danke, Annalena. Das ist eine riesige Hilfe. Ich melde mich gleich nochmal. Man hört mich gerade die ganze Zeit klimpern irgendwie, ne? Aber ich bin irgendwie so ein bisschen angespannt. Eigentlich stehe ich heute komplett unter Zeitdruck. Habe gar keine Zeit, heute Aufnahmen zu machen. Hey du, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber ja, du solltest doch mal zum Psychologen. Ey, was stimmt mit dir nicht? Du willst dich endlich mit mir treffen? Ja, und das war meine erste Idee. Warum hat das nicht funktioniert? Hey, bald, Lina, aber es geht gerade um etwas anderes. Schieß los. Du hattest doch gestern gemeint, dass du Probleme hast, deine Gefühle zuzulassen. Ich habe mir überlegt, dass du doch mal mit meiner Therapeutin über Monas Tod sprechen könntest. Sie hat heute noch einen Termin frei. Das wird witzig. Was soll das denn jetzt für ein Schwachsinn? Ey, ich brauche doch keinen Quacksalber, der mir vorschwebt, wie ich zu trauern habe. So war das doch nicht gemeint. Annalena ist eine gute Freundin von mir und Leo. Mir tun die Gespräche mit ihr richtig gut. So ein Blödsinn. Keine Ahnung, was du damit bezwecken willst, aber nein, danke. Tschüss und weg ist sie. Doch kein Treffen mehr. Hat sich erledigt, ne? Man versaut sich das ja immer gerne mal so irgendwie selber. So, keine Chance, ich möchte nicht. Das hatte ich schon vermutet. Niemand geht einfach so zu einem Therapeuten, wenn er es nicht selbst für nötig hält. Was mache ich denn jetzt? Kennst du jemand anderen, der dir die Frage käme? Auf Anhieb wird mir noch mein ehemaliger Mitschüler Benny Meyer einfallen. Er unterstützt die Schule bei Gedenkfeier und könnte Lina um Hilfe bitten. Aber ich will ihn nicht auch noch mit reinziehen.
letztendlich musst du tun, was du für richtig hältst. Wie ist denn deine Sicht dazu? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, solange du in keiner Gefahr aussetzt, solange du ihnen keine Gefahr aussetzt, ist es verantwortbar. Du hast recht, danke Annalena. Ich frage ihn gleich mal. Tatendrang, da 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 da, sagt die Uhr. Kein Problem, sag Bescheid, wenn du wieder Hilfe brauchst. Küsschen aufs Nüsschen, Rötzchen aufs... Okay, hör auf damit, Mann. So. Na du, kommst du gut mit deiner Planung für die Gedenkfeier voran? Hey, yo, yo, es klappt recht gut. Ich habe auch schon ein paar Aufgaben an Loretta abgetreten. Loretta ist echt eine Liebe, findest du nicht auch? Ja, sie gibt sich wirklich super viel Mühe. Ohne sie wäre ich echt aufgeschmissen. Braucht ihr noch irgendwie weitere Hilfe? Klaro, es gibt noch genug Aufgaben. Schließlich ist es übermorgen schon soweit. Ich hätte also auch für dich noch was zu tun. Mich meinte ich gar nicht. Oh. Monas Schwester Lina ist wieder in der Stadt. Sie würde sich gerne mithelfen. Sicher. Sicherlich. Sichi. Okay, das wäre natürlich mega. Okay, dann frage ich sie gleich mal schnell, als ob sie nochmal wieder schreiben würde. Er ist ein Psychodoc jetzt zum Helfen. Sag mal, bist du doof? Das wäre dann meine Antwort dann so, ne? Aber Lina, ja, die sieht das ein bisschen anders halt, ne? Hey, ich bin's nochmal, wollte mich entschuldigen, dass ich dich vorhin so überrumpelt habe. Schon okay. Das war ja wirklich eine Schwachsinnsidee. Tut mir echt leid, aber ich bräuchte echt mal deine Hilfe. Schieß los, was kann ich denn für dich tun? Geht's um Forever? Nein, es geht um etwas völlig anderes. Du kennst vielleicht noch Benny Meyer von früher. Er war mit Mona und mir in einer Klasse. Nee, sag mir gar nichts. Egal, auf jeden Fall unterstütze die Gedenkfeier in der Schule. Also auch für deine Schwester. Und er bräuchte deine Hilfe, um ein paar schöne Andenken für Mona zu sammeln. Erster Vorschlag mit dem Therapeut und jetzt das. Hat das irgendwas mit dem Killer zu tun? Ich glaube, Lina ist ja auch nicht doof, ne? Nein, nein, nee. Nee. Na gut, dann helfe ich Ihnen. Hab eh Langeweile. Und ich habe ja noch einige Bilder von Mona. Super! Was passt dir? Jetzt gleich sofort? Ach, eigentlich immer. Vielleicht so in einer Stunde im Café Rosengarten. Ich schlag das Benny gleich mal vor. Was für ein toller Plan. Gib ihm doch am besten meine ID, dann können wir das selbst ausmachen. Ah, ja, mach ich. Danke, Lina, du bist ein Engel. So, wir brechen gleich bei dir ein. Keine Sorge, der T-Shirt verschwindet gleich. Kauf dir schon mal ein neues. So. Benny. Da bin ich schon wieder. Lina hilft gerne. Sie kann auch ein paar Fotos von Mona mit beisteuern. Hier, was sagt die Uhrzeit jetzt? Aber 30 wollte ich schon ganz gerne aufhören, eigentlich. Aber es wäre sinnlos, wenn wir beim nächsten Mal anfangen und dann gleich wieder hacken müssen. Das ist ja großartig. Passt bei dir in einer Stunde im Café Rosengarten? Oder manchmal irgendwas. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man so eine halbe Stunde hier aufnimmt, ne? Man kriegt echt so einen trockenen Pappmaul davon, ey. Das ist schon echt irre. So spontan, aber ja gut, die Zeit läuft mir momentan eh davon. Bist du denn auch dabei? Mach das mal ruhig. Joa. Du hast dich schon damals erfolgreich von Aufgaben gedrückt. Ja, gar nicht wahr. Fast richtig. Ja, übrigens der ID von ihr. Na gut. Ich schreib's gleich mal an, wir hören uns.
Ja, okay. Ja, und tschüss, ne? Lass die Finger von dir. So, okay. Wolf. Geschafft! Wir haben eine Abwehrung für Lina. Mein ehemaliger Mitschüler Benny trifft sich mit ihnen in der Schule im Café. Und ich glaube, das ist Wolf völlig egal. Hauptsache Lina ist weg. Dann warst du erfolgreicher als ich. Das Hotel hat einen Datenserver. Das Hotel hat seine Daten serverseitig mit Serpent verschlüsselt. Das ist ein ziemlich heftiger Verschlüsselungsalgorithmus. Abgesehen von diversen Sicherheits- und Abwehrprogrammen. Bei unbefugtem Zugriff läuten bei denen direkt die Alarmglocken. Eine echt harte Nuss. Sag ich dir, ohne Hackerstufe 3 ist es nicht machbar. Ja, kann ich dir dabei irgendwie helfen? Ja, deswegen sagt er uns das ja wahrscheinlich, ne? Warum nicht? Zu zweit könnte es vielleicht funktionieren. Und es läuft doch sowieso darauf hinaus, dass ich es alleine machen muss. Pass auf, du hackst dich daran, an Hackstufe 3 zu reichen. Und ich kümmere mich um deren Abwehrprogramme, damit du unentdeckt bleibst. So, 50% müssen wir erreichen, um hier erfolgreich zu werden. So, 123, ich werde auf jeden Fall nicht überspringen. Sammeln wir die Bigs ein bisschen. Habe ich euch beim letzten Mal schon mal gesagt, es ist sinnvoll. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, da brauchst du die Bigs für in-game. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, lasst ein Abo da, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine...